Hallo alle miteinander und willkommen zu einem neuen Card Market Tutorial. Letztens habe ich in eine WhatsApp-Gruppe für Card Market User und Verkäufer reingeschaut und da ist mir aufgefallen, dass viele die Funktion der Blacklist auf Card Market gar nicht kennen oder aber nicht wissen, wie man sie richtig einsetzt. Deswegen möchte ich euch diese Funktion heute vorstellen und euch ein wenig die positiven und die negativen Aspekte dieser Funktion erklären. Des Weiteren wollen wir auch noch ein paar Beispiele erläutern, wann es gut ist, diese Funktion zu nutzen und wann es vielleicht nicht so ratsam ist. Bevor wir das Ganze jedoch tun, würde ich hier gerne kurz darauf hinweisen, dass falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das supportet den Kanal und falls euch mehr Card Market Tutorials interessieren oder aber Market Watches oder aber generell die Sicht eines Kartenhändlers auf diesen ganzen Markt, dann lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal da, das Ganze ist kostenlos, supportet ebenfalls den Kanal und ist im Wesentlichen eine Möglichkeit, dass ihr in Zukunft benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video poste. Ihr bekommt dann immer alles mit und könnt ein bisschen was dazulernen. Ihr könnt mich dann auch jederzeit wieder deabonnieren, falls euch die Videos nichts mehr bringen. Aber kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Thema. Um dieses Thema vernünftig darstellen zu können, nutze ich meinen Inserat-Account und werde meinen Hauptaccount auf CardMarket temporär blockieren. Falls ihr nicht wisst, was ein Inserat-Account ist, werde ich in der Infokarte übrigens mein Video dazu verlinken. Kommen wir jetzt aber zur eigentlichen Sache. Wir gehen dafür auf den Namen und dann auf Account. Wir gehen dann hier auf die Settings-Option, auf die Einstellungen und haben dann hier einen Reiter, der My Blacklist oder Meine Blacklist heißt. Auf diesen klicken wir und schon sind wir in diesem Menü. Hier können wir jetzt den Namen jedes CardMarket-Users eingeben und sofern wir ihn richtig schreiben, wird er mir hier in der Liste angezeigt, wir können ihn auswählen und dann der Liste hinzufügen. Wenn das Ganze geklappt hat, dann steht hier Your request was executed successfully und ihr findet den Namen in Zukunft auf der Blacklist. Das bedeutet, dass ihr euch gegenseitig jetzt nicht mehr kontaktieren könnt. Sowohl der User, den ihr blockiert habt, kann euch nicht mehr schreiben, ihr könnt diesem User, solange er auf eurer Liste ist, aber auch nicht mehr kontaktieren. Ihr könnt voneinander keine Karten mehr kaufen und wenn ihr das Once-Tool benutzt, um vernünftig Karten einzukaufen, dann werden die Karten dieses Users nicht länger für euch berücksichtigt. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf eine Karte gehen, dann wird in Zukunft der Einkaufswagen anders angezeigt. Ich werde mal ganz kurz den Filter optimieren, sodass ich meinen Hauptaccount schneller finde und finde hier Rising Time. Es wird mir nach wie vor angezeigt, jedoch ist der Einkaufswagen ausgegraut und ich bin restricted und kann nicht länger bei diesem User einkaufen. Genauso ist es, wenn ich auf irgendeinen Artikel in der Angebotsliste dieses Users raufgehen möchte. Gut. Soweit, so gut. Allerdings ist das eine Option, die ihr nicht immer nutzen solltet. Ihr könnt zum Beispiel nicht einfach CardMarket-User, mit denen ihr ein Problem habt, einfach blacklisten und dann hat sich das Problem erledigt. Im Gegenteil, das kann euch sogar eher schaden. Denn dann ist es wahrscheinlich, dass der Fall früher oder später an den CardMarket-Support rangetragen wird und wenn ihr einen User einfach blockiert, anstatt mit ihm vernünftig zu kommunizieren, wirft das niemals ein gutes Licht auf euch. Der CardMarket-Support findet es nicht gut, wenn User einfach blockiert werden und wird dann wahrscheinlich eher gegen euch schwulen. Egal, ob ihr irgendwann mal im Recht wart oder nicht, aus dem simplen Grund, dass ihr der anderen Partei nicht mehr die Möglichkeit gegeben habt, miteinander zu kommunizieren. Das ist immer schlecht. Besonders wenn ihr ein Verkäufer seid und einen Käufer blockiert, der irgendein Problem mit euren Artikeln hat, dann fällt das immer besonders schwer für euch aus. Aus dem simplen Grund, dass der Kunde eigentlich immer König ist, der CardMarket Support natürlich so wenig unnötige Fälle haben möchte wie möglich, um sich darum zu kümmern und sich vom Support her nur auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren möchte und ihr dazu verpflichtet seid, mit euren Kunden eine vernünftige Lösung zu finden. Natürlich darf dann ein CardMarket-User auch nicht die Welt von euch verlangen. Ihr solltet doch jedoch erstmal lange Zeit schauen, dass ihr euren Kunden zufriedenstellt. Dann, wenn das partout nicht klappt, ihm anbieten, dass er euch einfach schlecht bewertet oder aber irgendwas in der Richtung und wenn das nicht klappt und es unbedingt notwendig ist, müsst ihr euch gegenseitig zustimmen, dass wir den CardMarket-Support mit einbeziehen und dann wird das Ganze vernünftig geklärt. Nachdem ein Fall geklärt ist, steht es euch natürlich jederzeit frei, einen User auf die Blackliste zu setzen. Des Weiteren könnt ihr natürlich die Blacklist nutzen, um zu verhindern, dass irgendwelche User bei euch einkaufen. Ihr könnt präventiv also Nutzer auf der Plattform blockieren. Das ist auch etwas, was man häufiger sieht. Früher hatte CardMarket auch die Funktion, einfach Gewerbliche und Powerseller komplett auszuschließen, dass sie bei einem nicht mehr kaufen können. Jedoch bin ich mir nicht mehr sicher, dass diese Funktion noch existiert.
Gut, das war's dann jetzt auch schon wieder von mir. Für den Fall, dass ihr noch mehr Card Market Tutorials sehen wollt, werde ich jetzt hier nochmal in der Infokarte und in der Endcard meine Reihe How to Kartenhandel auf Card Market verlinken. Des Weiteren habe ich schon erwähnt, dass falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war's dann auch wieder von mir. Mein Name ist Alex von Rising Time. Mein Card Market Shop und mein eBay sind unten in der Videobeschreibung. Über ein Abo würde ich mich freuen und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis morgen. Ciao.